Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Weiter geht's mit The Surge. Bosskampf immer noch. So. Wir wissen ja, wie wir ihn klein kriegen. Nur, wir machen es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, ihr Lieben. Wir werden sehen. Irgendwann muss auch der weichen. Warum ist er jetzt aber mittlerweile so langsam wieder? Also normalerweise, wenn ich mit einem Sprung zurück diesem Typen ausweiche und danach gleich in den Angriff gehe, sieht er gar kein Land. Aber manchmal durchbrechen die einfach irgendwie diesen... ja... diesen Wall und... klopfen mir dennoch dann ganz schön, nicht sanft, sondern ab aufs Gemüt. Das möchten wir jetzt auch definitiv mal bei dem Boss machen. Wenn wir denn jetzt mal dazu kommen. Durchatmen. Dreitausend. Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt so viel Lebensenergie habe. Und das erwischt uns trotzdem noch. Das kann er. Das ist wie immer. Aber müssen wir ihm von vorne auf den Sack hauen? Kann das sein, dass wir ihm von vorne auf die Hacken klopfen müssen? Denn wir haben ihm gerade eben diesen Schutzmantel da weggeklopft, der ist auf den Boden gefallen. Ist natürlich eine sehr gefährliche Sache, weil wenn wir vor ihm stehen, der prügelt uns so knüppelhart, das Hirn weich. Aber... das müssen wir probieren. Zumindest solange wir die Energie haben. Rechter Arm. So. Dann auf ein neues, würde ich sagen. Nicht verzagen, Warren fragen. Der weiß, wie damit umzugehen ist. Jetzt kommt der zweite auch gleich. Ich hab schon gedacht, jetzt sterben wir gleich. Ohne Ausdauer in der Ecke standen. Na komm, schieß.
Nicht gerade gesagt, du wolltest Strafmaß? Ah. So. Ja, du dürftest auch ruhig weiter hüpfen. Aua! Aua! Na komm jetzt. An die Seite! Vorbei! Menschenskinder! Weg da! Ich dreh gleich durch, wir haben ihn fast. Wir hatten ihn. Ach, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Mann, wir hätten ihn vielleicht noch einmal runterklopfen müssen. Einmal noch zu Boden hauen. Alte Flitzpiepe. Wir helfen gern. So, Waffenfertigkeit um 10 erhöht. Jetzt müssen wir mal gucken. Kriegen wir dann aber mehr Schaden raus dabei? Hm, 51. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das weiß ich jetzt nicht genau. Zumindest habe ich die anderen Daten nicht mehr im Kopf. So, diesmal ging das wieder 1A. Wie bestellt vom Band. Einmal gehackstücktes. Nö. Der nächste. Und abwärts. Genau. Auch das Gute, dass ich da immer nicht reagieren kann, wenn der in einer Kombination drin hängt. Das regt mich so dermaßen auf, dass ich nicht so wirklich die Kontrolle über den hier habe. Alter Verwalter. Das kann doch echt nicht wahr sein. Mama. Sei vorsichtig da draußen. Altmetall, wir haben nichts auf der Matte. Können wir die Knifte hier upgraden? Aufwerten? Nö, haben wir nicht, weil wir keine Wolfram-Legierung haben. Aber wir könnten Implantate, wir haben doch da bestimmt noch Komponenten. Wolfram-Legierungen. Und was brauchten wir zum Upgraden?
Wolfram-Legierung Mark 2. Ja, Scheibengleister. Waffenfertigkeitsskalierung. Was das heißt, das weiß ich auch noch nicht. Okay. Also das ist auf jeden Fall... Die Implantate. Ich würde die Implantate gern. Müssen wir mal gucken. 500. Nehmen wir auch weg. So, die markierten, das sind welche, die wir eingebaut haben. Braucht der Kennleistung 40 Gesundheit wiederhergestellt, 30 Energieverbrauch, 20. Injektion. Die Energie verbraucht, um wiederherzustellen. Aber da wir eh bloß 3 Stück haben und das da unten nicht regeneriert, ist das gerade gehupft wie gesprungen. So, aufwerten. Altmetall haben wir zu Genüge. Aber die anderen Sachen, die bräuchten wir der Stufe 2. Was wir aber nicht herbekommen. Dann lagern wir mal das ganze Zeug. Und... gucken mal, ob wir uns das andere Füßchen basteln können. Ich hoffe, das ist der richtige. Mino-Beinmodul. Okay. Und das haben wir, das haben wir. Jetzt bräuchte man nur noch den Brustkorb. Den haben wir noch nicht. Schönen Tag, Warren. Danke, dir auch. So, jetzt aber müssen wir die Sache doch mal gefixt bekommen hier. Ein bisschen mehr Panzerung. Wenn auch nicht viel. Aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist und das manchmal den schlimmsten. Na komm. Zack. So. Haben wir noch 2 kleine vor uns und dann können wir wieder den Boss angehen. Dann wird erstmal in die Hände gespuckt. Erledigt. So, einmal kurz durchatmen, Iron. Alter! Du blöde! Gangbratze, hätte ich jetzt fast gesagt. Ach, Mann, ey. So eine blöde Luftpumpe. Das regt mich so auf. Das wäre so einfach, wenn man diese Sachen abbrechen könnte.
Doch, der hat sich selber weggeklopft. Der hat sich gerade selber weggeklopft. Oder habe ich da gerade nur falsch geguckt? Aber die letzte Raketensalve, die ging doch bei ihm direkt aufs Hirn. Alter, ich werd bekloppt. So einfach, oder was? Okay, jetzt haben wir eh nichts mehr. Ja, und die letzte Salve killt uns. Aber hey, das öffnet natürlich neue Möglichkeiten, wenn er sich jetzt doch selber wegsprengt, der Typ. Herrlich. Ihr Lieben, ihr ahnt ja nicht, wie ich mich gerade freue. Sei vorsichtig da draußen. Und was meint ihr, wie ich nass im Schlüpper werde, wenn wir den weghaben? Und das nur die erste Phase ist. Und der dann nochmal mutiert, à la Transformers. Alter Schwede. Der sieht bullig aus. Der sah so bullig aus wie so ein Rhino Exosuit. Kommt aber angesprintet wie mit so einem Lynx. Also hier der ganz schnelle. Jetzt habe ich schon wieder so einen Frosch im Hals. Spuck ihn aus. Naja. Wohin nur? Wo hüpft der jetzt hin? Kommt denn diese scheiß Biene her hier? Biene, sage ich schon. Immer dieses Lynx-Modul, Mann, das braucht doch keiner. So. Das war natürlich ein Schuss in den Ofen gerade. Wieso hüpft doch zur Seite, Mann? Das ist doch nicht so schwer, ihr Lieben. Warum bin ich nur gestraft mit so einem Chaoten hier?
Ach nee. Ach nee. Gut, ihr Lieben. Wir wissen, wie wir den knacken können. Schauen wir in der nächsten Folge, ob wir das hinkriegen. Wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Hat euch diese Folge gefallen, dann lasst mir doch auch einen Kommentar da und dort einen Daumen. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Nimm mal locker durch die Hose ab. Bis dahin, ciao, tschüss, der Iron Balls.